Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Es ist der Sonntagnachmittag und es ist gar nicht mal so warm heute, aber trotzdem ein bisschen unangenehm. Die letzten Tage hat es doch immer mal wieder geregnet, aber es sind trotzdem knapp 30 Grad und es ist ziemlich schwül. Das ist ein bisschen unangenehm. Ich schwitze auch wie ein Kätzchen, aber ja. Gut, aber davon will ich mich jetzt nicht abhalten lassen, was ich nur damit sagen will. Heute geht's eigentlich. Es sind aber heute relativ viele Menschen draußen mit Tieren und nebendran ist so ein Kindergeburtstag. Wenn ihr irgendwie schreiende Kinder, Hunde, sonst irgendwas hört, seid nicht verwundert. Aber starten wir einfach direkt. Jetzt habe ich es tatsächlich vorhin verkackt. Fällt mir gerade auf, ich habe vergessen, einen runterzuladen. Nein, na, da war's doch. Ihr seht es jetzt gerade gar nicht, weil das im Overlay ist. Wir fangen einfach direkt an. Ich weiß nicht, warum das eben nicht geklappt hat. Muss ich noch abspeichern. Und zwar steigen wir heute ein mit dem Rheinstahl Forces LAUV1 Roadrunner von Maverick. Und irgendwie letzte Folge gab es da wohl so ein bisschen Konfusion, weil Sebi003 auch was nach Rheinstahl benannt hat. Ich hoffe, das ist mittlerweile geklärt, aber ja, macht das bitte ohne euch aus. So, the LAUV is built in the Rheinmetall Fabrics, oh mein Gott, for the German Army. It's got 600 horsepower engine and all-wheel drive, extremely good suspension and a an AV for me, Underbody, keine Ahnung, was das sein soll. To save the soldiers against landmines, also irgendwie versteckter Boden. It's built. Es gibt doch nicht bildet. Moment, sorry, aber bildet. Nee. Sorry. Past tense ist doch einfach nur Bild. Bild ist doch Bild. Sorry, das macht mich gerade total fertig. Ja, das Bild mit T. Ich habe gerade schon gedacht, ich habe jetzt einen Knoten im Kopf. So, also Bild, nicht bildet. It's built mit T for light recon and rescue missions by driving two of them, but it also worked as a light convoy secure. It's able to work for 7 days without communication, but against this, you've got a communication center at the top. Das Ding kann auch 1 Milliarde Tage ohne Kommunikation überleben. Also für mich ist es jetzt nicht essentiell lebensnotwendig, mit anderen Leuten zu sprechen. Muss ich jetzt mal sagen. Aber sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Gefällt mir sehr gut. Engine off auf der 1, 2 Lights. So, also 1, ne? Ah, guck mal, das bewegt sich interessant. Naja gut, es hat eine gute Suspension, würde ich jetzt mal behaupten. So mittel. Die ist zu weich. Die ist definitiv zu weich. Aber es ist mega geil. Also es ist tatsächlich, möchte ich jetzt mal behaupten, einer der hübschesten Trucks, den wir so bisher hatten. Aber ich finde es kritisch, wenn du die Kiste so stark aufschaukeln kannst, dass das hier passiert. Aber gut, dafür ist es hübsch. Egal. 3 und in die F6. F6, ah, das ist Anti-Air. VTOL and Trim. Na, das ist schade. Das hätte man anders lösen können. Bin ja ein großer Fan mittlerweile davon, wenn man das auch über ein zweites Cockpit mit der Maus macht. Aber ist jetzt nicht schlimm oder so. So, und die Kamera 5 ist das Periskop. Muss ich aber erst einschalten. Okay. Chip. Das ist ja witzig. So, das machen wir mal alles mal auf Ursprung. Ach, guck mal, wenn du 3 drückst, dann fährt das auch wieder ein. Das ist ja nett gemacht. Schön. Das Utility, you've got 3 Flatbeds. Two tents. Oh Mann, ey, das Ding schaukelt sich super schnell auf.
Also shovel and pickaxe, ammunition, food and water. You've got ramps if you're sticking in sand and a winch for rescuing other vehicles. Hätte man nicht eine echte Winde nehmen können? Es gibt doch mittlerweile echte Winden in Simple Plains, oder täusche ich mich da gerade? Die sieht aber wahrscheinlich nicht so geil aus. Für was haben wir Flair? Ich habe keine Ahnung. And the ground clearance isn't so good, but it's because the design wasn't designed as a rock crawler or something else like this, but it's very good also for heavy offroad. Weißt du was? Ich will eigentlich gar nicht jetzt so lange noch da noch mit rumackern, aber wir gehen mal kurz auf den Rattlesnake Racetrack. Das ist doch die perfekte Strecke für das Ding, oder nicht? Für sowas wurde das wahrscheinlich konzipiert. Und wenn es hier jetzt umfällt, dann haben wir ein Problem. Es schaukelt halt echt. Was war das da gerade? Das sah eben aus, als würde ein Mensch stehen. Was war das? Was ist das? Ach, das sind Büsche und die werfen Schatten. Irgendwie so zwei Büsche auf diesem ganzen verkackten Berg. Das hätten sie sich auch echt sparen können. Jo, das sind Büsche. Kacke, habe ich mich ordentlich verarschen lassen. Heute übrigens keine Webcam. Es ist mittlerweile zu dunkel, aber es ist zu warm, um meine Lampe anzumachen. Ich lenke gerade nicht. Das schaukelt sich doch sehr, sehr stark auf. Aber gut, wir sind gerade auch irgendwie 100 irgendwas gefahren. Das ist halt in Simple Plains ein bisschen schwierig, muss man sagen. Da kann man die Geschwindigkeit nicht ordentlich einstellen. Aber insgesamt cooles Auto, vielen Dank dafür. Und definitiv Kandidat fürs Thumbnail. So, aber wir müssen weitermachen. Ich habe schon sehr viel Zeit verplempert, in Anführungszeichen. Boah, in Anführungszeichen Hicks. Und wir machen weiter mit dem... Ah, wobei, nee. Wir machen jetzt erstmal weiter mit... dem Jet-Test. So. Ich will jetzt ein ordentliches Flugzeug haben. Den Jet-Test von MarvTM. Der sieht schon mal sehr nett aus. Wurde scheinbar für irgendeinen anderen YouTuber gebaut, weil es getaggt wurde mit einem anderen YouTuber-Namen. Und zwar YouTube Frantic Matti. Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Muss aber auch sagen, oder das wisst ihr ja auch, ich bin jetzt nicht so viel auf YouTube unterwegs. Aber sagt mir nichts. Weiß nicht, ob das irgendwie auch ein deutscher Indie-YouTuber oder so ist. Ich weiß es nicht. Gut, starten ist hier nix. Welchen nehmen wir heute? Avalanche finde ich immer so scheiße langweilig, den Airport. Pharaoh's Garden. Da sind wir schon lange nicht mehr gestartet. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Oh, das geht. So, also. Kiste hat ein interessantes Design, muss ich sagen. Gefällt mir außerordentlich gut. Fahrwerk ist auch eingefahren. Ah, okay. Aber ich hatte gehofft, dass es irgendwie diese Klappen da am Boden sind oder was auch immer das ist. Dass das fürs Fahrwerk ist, aber das sind Klappen. Keine Ahnung, entweder Klappen oder halt nicht Klappen. So. Ah, VTL zum Bombenschacht öffnen. So, also erstmal Vektorschub. Ah, guck mal, das ist nett. Interessanterweise nur noch oben. Und auch nicht für Kurven, sondern nur nach oben. Okay. Ne, macht da nichts weiter. Okay. Aber das ist so in Ordnung. Okay, jetzt habe ich es irgendwie festgemacht. dann zwei VTL Bombenschacht öffnen. Okay. Da ist die Beschreibung scheinbar nicht so ganz eindeutig. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss erstmal
Gruppe 2 aktivieren, um den Bombenschacht zu öffnen, aber dem war nicht so. Okay, nochmal. Interessantes Fahrwerk übrigens. Das sieht total instabil aus. Also, wie mache ich das jetzt auf? Ah, nach oben. Okay, und da sind Mini-Bömmchen dran. Die sehen mir ziemlich gemoddet aus. Das Ding ist mega schnell. Wir hatten selten so ein schnelles Flugzeug in letzter Zeit. Aber je schneller diese Flugzeuge sind, desto schwieriger wird es halt, da einen ordentlichen Bombrun zu machen. Aber puh. Weil wenn man keine Optik dafür hat oder keine Zielerfassung. Okay. Also man muss mega lange vorher drücken. Komm, die haue ich jetzt auch noch raus. So, und die Cleaver. Bräuchte ich jetzt mal ein Ziel für, nicht? Da. Okay, das hat ja prima funktioniert. Nächster Anflug. Eine interessante Front. Der Hobel. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. So, ich hau mal den Vektorschub noch rein. Die Cleaver sind übrigens auf der 4. Sollte ich mir eventuell merken. Ich mach mal langsamer. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt meine Cleaver hin ist. Lol. Das war eine Mini-Cleaver. Die war tatsächlich mega winzig. Interessant. Aber wir haben ordentlich Aua gemacht, den Jungs. 5 sind auf jeden Fall am Arsch. Das ist ein schönes Flugzeug, muss ich sagen. Ist ein bisschen schnell für meine Verhältnisse. Aber das ist nett gemacht. Zeig mal, jetzt gehen wir aber noch mal ins Eingemachte. Da. Okay, die sind wirklich super winzig. Die sind gemoddet worden, aber schön, das gefällt mir. Ich bin immer stolz auf euch, wenn ihr Sachen moddet. So, das ist Cleaver aus diesem Flugzeug. Und wo ist die normale? Das ist eine normale Cleaver. Kleiner Unterschied, ne? So. Faktor, eine keine Ahnung, wie. Weiß ich nicht. Also von der Länge her. Dort 10. Ja, kommt schon hin. Also. Schönes Flugzeug. Gefällt mir. Aber es wäre doch geil, wenn man so zwei von den Dingern hier unter die Flügel drin gepappt hätte. Nett. Was nehmen wir als nächstes? Wir haben noch... Das hatten wir. Als nächstes machen wir, glaube ich, den Bus von Bad Game LP. Wir hatten letzte Folge schon einen Bus. Busse scheinen irgendwie beliebt bei euch zu sein. Sieht auf jeden Fall schon mal nach einem Bus aus. Hier die Reifen sind, ne, sind nicht ausgeschnitten, okay, also es ist kein Radkasten oder so, aber es sieht so aus, fast. Reifen sind mir ein Stückchen zu weit nach außen. So, gucken wir mal, wie sich das Ding verhält. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, VTOL für die Türen.
1-2 für Blinker. Also mit eurer Beschreibung, da müsst ihr echt immer noch ein bisschen üben, ne? Also VTL, Doppelpunkt, Türen, eckige Klammer auf, 1-2 Blinker. Das ist gerade die Beschreibung. Aber ich verstehe ja, was hier meint ist. So. So, wir tun jetzt einfach mal so, das hier ist das Busdepot. Fahren mal los. Ich glaube, so langsam bin ich noch nie durch diesen Durchgang hier durch. Weil ich dann normalerweise immer mit Flugzeugen durchballer. So, Busdepot, wir sind hier, das wurde missbraucht, sieht man ja. Wir fahren jetzt in die historische Altstadt von Gizeh. Und holen ein paar Fahrgäste ab. Oh, verdammt. Ja, Altstadt darf man nicht so schnell fahren. Und die sind das auch gewohnt, dass man ab und zu mal gegen ihre Häuser fährt. So. Boah, also vom Bussen bin ich ja normalerweise gewöhnt, dass die echt gut lenken können. Bei dem ist es so mittel. Hier sieht man auch schön, wie die Teile alle aus Segmenten bestehen. Der fährt sich wie auf Schmierseife. Ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig am Untergrund liegt, aber es könnte durchaus sein. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal so hin. So, hier ist eine Haltestelle. Entscheide ich jetzt. Wir machen mal die Türen auf. Oh, das funktioniert aber erstaunlich gut. Allerdings muss ich sagen... Was passiert gerade? Warum dreht sich der Bus? Ich mach grad nix. Was ist das denn? Ah, die Türen kann man auch nach innen aufmachen. Vielleicht kriege ich ihn ja zum Fliegen auf die Art und Weise. Also irgendwie, da wird was so gar nicht bedacht. Aber so gar nicht. Deswegen habe ich jetzt mal die Warnblinkanlage angemacht. Also wenn ich es aufmache, dreht sich das Ding nach außen. Also ich finde es cool, ich finde den Türmechanismus finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Der ist gut überlegt, aber man kann halt, ehrlich gesagt, nicht mehr reingehen, weil da die Motoren sind. Oder die Servos, besser gesagt. Aber was zur Hölle passiert hier? Ich verstehe es nicht. Und mal das hier, ich drücke mal auf die 8. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, das war's. Vorher die 8 ausmachen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie irgendwo ein Gyro oder so ver... Nein. Das war's. Hä? Also 8 ausmachen hilft auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, warum. Also interessantes Fahrzeug. Und wir gucken jetzt erstmal in den Innenraum. Das hier ist einfach nur... Ach genau, das hier einfach nur ein Fahrgast. Hier so hinter der Türe. Noch ein Fahrgast auf dem Viererplatz. Hier hinten ist so ein cooles Kind, das immer in der Mitte vom Bus sitzt. Wenn der Bus dann mal eine ordentliche Vollbremsung macht, liegt das irgendwo da vorne. Solche gibt es immer. Was fand ich immer total affig, ey. Ich fand es immer total nervig, früher hinten in der Mitte vom Bus zu sitzen. War mir viel zu gefährlich. Muss ich immer festhalten, das war mir echt zu doof. So, weil wenn dem mal ein bisschen Stoff gibt, dann ballert der auch ordentlich. Und mit der 8, wenn die 8 aus ist, fährt er jetzt auch viel, viel besser. Ist auch ein bisschen gefedert. Ja, guck mal, ey. Das ist ein Wendekreis von einem Bus. Das finde ich gut. Sowas am besten immer mit in die Beschreibung schreiben, weil das hilft halt deutlich auch zu bewerten. Weil hätte ich jetzt nicht mal ausprobiert, was passiert, wenn ich die 8 drücke, hätte ich halt gesagt, das Ding fährt komplett scheiße und funktioniert nicht richtig. Deswegen sowas bitte immer reinschreiben. Auch um euer Seelenheiles willen. Zumindest, wenn es euch interessiert, wie ich es finde. So. Aber es ist auch irgendwie ziemlich stabil, die Möhre. Also ich bin ja schon ein paar Mal gegen eine Wand gekesselt. Kaputt ist da noch gar nichts.
So, Multiple Tarts damaged. Schaden anzeigen war. Ich vergesse die Taste leider immer wieder. Oh, damage. Light. Wo ist Show Damage? Ich habe vergessen. Ich witz dich. Naja. Gucken wir mal. Guck mal, was passiert, wenn wir das hier machen. Kabuts. Ja, nicht schlecht. Ich bin ehrlich gesagt, das ist jetzt aber auch einfach nur persönlicher Geschmack. Ich bin nicht so der Busfan. Und deswegen sind Busse für mich nicht ganz so spannend. Genauso wie Traktoren. Wobei, wenn sie geil gemacht sind, Traktoren, dann schon. Aber Busse, bin ich nicht so der Fan von. Aber ich glaube, es ist am Handy gebaut, ne? Bei BadGameLP. Ich glaube schon. Wenn ja, ist es nicht schlecht. Finde ich gut. Aber wir müssen weitermachen. Vielen Dank für die Einsendung auf jeden Fall. Wir haben noch ein bisschen was vor uns heute. Und als nächstes nehmen wir... Das sind beides Flugzeuge. Nehmen wir die 109 von Kyusha. Ich bin ja großer War Thunder Fan und die 109 bin ich auch immer sehr gern geflogen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich lasse sie nicht hier starten. Die schert nämlich am Anfang irgendwie ein bisschen aus. Ich weiß noch nicht wieso. Ich weiß, ich habe gerade den Joystick am Ende angemacht, aber in der Hoffnung, dass er aus war. So, also ist aus. So, die haut einfach nach rechts weg. Weiß nicht wieso. Naja, aber es geht. So, und jetzt gucken wir mal schnell. Warte mal, erstmal Möhre einmal kurz trimmen. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ist Beschreibung? Wo ist Beschreibung? Da. It's not a ME109E or G or something. I added details of every version of the ME109. Stimmt. Die G fliege ich in War Thunder eigentlich am meisten. Das ist, G-Trop ist es, glaube ich, die ich gerne fliege. Das ist schon ein schickes Ding. Die 109 gehört auch definitiv mit zu meinen Lieblingsflugzeugen des Zweiten Weltkriegs. Was mir allerdings gerade hier nicht so stimmig ist, ist... Hier, der Cockpit-Abschluss, der ist nicht stimmig. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es... Gut, aber da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster raus. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei keiner 109 so abgeschlossen ist oben. Also, nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Und auch dieses sehr harte vorne, der sehr harte Winkel, bin mir nicht sicher. Aber gut. Ich kenne nicht alle 190, ich kenne nur meine, die ich gerne fliege. Aber ihr seht, das Ding geht schon ordentlich. Ziemlich gut zu fliegen. Unten der Zusatztank drunter. Muss man gleich gucken, ob man den irgendwie abwerfen kann, weil zum Landen ist das, ja, auf der 1. Ist das nicht so optimal. Kyusha bitte auch und ich probiere zwar meistens eh alles aus, aber... Am besten immer alle Funktionen mit in die Beschreibung rein. Das würde mir und euch viel Kummer ersparen. Also mir ist es ja prinzipiell egal, aber wenn ihr wollt, dass ich wirklich alles zeige, dann am besten das alles in die Beschreibung mit rein. Es kann zwar trotzdem sein, dass ich irgendwas vergesse, aber meistens sind das nur irgendwelche Kameraansichten und sowas. Deswegen jetzt hier nochmal alles durchgedrückt. Und hochziehen. Die fliegt extrem gut, muss ich sagen. Also selten so ein gut steuerbares Flugzeug bei uns im Programm gehabt. Gefällt mir wirklich außerordentlich. Nur das hier am Anfang stört mich ein bisschen, aber das liegt vermutlich vorne am Luftfilter. Denke ich mir jetzt mal. Wobei es interessant ist, dass es in der Luft halt nicht passiert, aber
Das ist halt das einzige asymmetrische, was auf der linken Seite mehr ist als rechts. Und das hier halt noch. Die Abspannung, aber daran wird es nicht liegen. Ja, die Kiste wäre jetzt noch gelandet. Okay, das ist ein bisschen uncool. Was passiert da? Wo geht das so langsam, das linke? Wahrscheinlich das so ordentlich einklappen. Wobei, macht eigentlich keinen Sinn. Scheiße. Das war nichts. Ah, das ist so richtig Simple Plates. Was hier? 80 Meilen pro Stunde. Ich bin mir nicht sicher, ob eine 109 noch so gleiten kann bei 80 Sachen. Never ever. Sieht aus, als wäre es Zeitlupe. Passt das Lied irgendwie gerade ganz gut zu. Also keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Wie gesagt, schönes Flugzeug. Jetzt will ich aber mal kurz gucken, ist das irgendwie schief von den Schwerpunkten her? Aber nö, gar nicht. Na gut, dann wird es vielleicht auch mit dem Fahrwerk irgendwie zusammenhängen. Ja, guck mal. Seht ihr das? Ich bin jetzt genau von vorne drauf. Wie der geneigt ist und wie der geneigt ist. Die sind deutlich unterschiedlich geneigt, daran liegt das wohl. Und wenn sie schneller werden, liegt wahrscheinlich nur noch ein ganz kleiner Teil von dem Reifen auf, deswegen merkt man es nicht mehr. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, zum größten Werk des heutigen Tages, und zwar zum Airship Mitsuha von Devil's Fish. Typisches Devil's Fish Design. Ich finde, man erkennt seine Werke immer auf 1000 Kilometer und das ist halt echt schon eine krasse Hausnummer. Und der eine oder andere wird sich ja bei der Challenge-Ankündigung gefragt haben. Warum ist das Lied eigentlich gerade so laut? Ich mach mal ein anderes, mag ich gerade nicht so. Der eine oder andere wird sich bei der Challenge-Ankündigung gefragt haben, was ist denn eigentlich Dieselpunk? Und das hier spricht mich schon sehr an Richtung Dieselpunk. Das geht so ein bisschen in Richtung Crimson Skies gemischt mit Bioshock und hat so ein retro-futuristisches Design, wie man es halt irgendwie so aus den 20er, 30er Jahren kennt. Wobei eigentlich ein bisschen später, so 40er, ja, 40er, 50er schon eher. Wo dann auch irgendwann die Autos mit den Flossen auf den Markt kamen und sowas. Und das ist halt original, finde ich. Dieselpunk, Bioshock übrigens. Also wenn ihr irgendwie noch eine Inspiration sucht, Bioshock ist vom Design her ziemlich dieselpunkig. Das ist so das Bekannteste, zumindest für euch. Wie kriege ich das jetzt aus der Luft zu starten? Okay. Ja, deswegen gleich kommt der Reveal und alle so, wow. Und ich so, was? Und die so, wow. Und genau, den haue ich jetzt raus. Ich habe noch nie Bioshock gespielt. Glaubt mir keiner jetzt wahrscheinlich, aber ihr habt noch nie Bioshock gespielt. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Ich mag ganz gerne mal ein gutes Actionspiel. Aber irgendwie hatte mich das ganze Setting... Wobei, hat mich das Setting abgeschreckt? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte einfach keine Ahnung von dem Spiel. Aber hab dann irgendwie mal bei einem Kumpel oder so zugeguckt. Sah auch immer ganz geil aus, aber es hat mich irgendwie nie so richtig gepackt. Aber ich habe gerade gesehen, auf Games Planet, also es ist jetzt keine Werbung, das ist einfach nur ein Hinweis. Auf Games Planet, da kaufe ich relativ viele Spiele. Da ist gerade Summer Sale und da gibt es die Bioshock Collection und die werde ich mir tatsächlich nachher kaufen für, ich glaube, 13 Euro oder sowas. Damit ich auch mitreden kann, wenn ich über Dieselpunk spreche, werde ich jetzt wahrscheinlich erst in den Weihnachtsferien spielen, weil vorher habe ich keinen Urlaub mehr. Und
Dann bin ich mal gespannt, ob es mir gefallen wird. Wie gesagt, also das Design halt insgesamt finde ich ganz geil. Auf die Spielmechanik, ob die mir so passt, da bin ich halt wirklich mal gespannt. Aber Bioshock, die gehören ja, was man ja so sagt und was auch die Wertungen von diversen Spielezeitschriften angeben, zu den besten Spielen aller Zeiten. Also so schlecht können sie nicht sein. So, aber konzentrieren wir uns mal auf das Werk von Devil's Fish. Also, was halt Dieselpunk für mich tatsächlich ausmacht, sind halt so geschwungene Formen. Da fällt jetzt tatsächlich das Flugzeug ein bisschen raus oder das Luftschiff, das ist vorne zu spitz. Im Prinzip müsste man so eine Schnauze von so einem Schnellzug aus den 50er oder 40er Jahren vorne drauf pappen. Dann hätte man tatsächlich perfektes Dieselpunk-Luftschiff. Alter, das Ding ist ziemlich schwierig zu steuern, aber es ist halt auch ein Luftschiff, ne? Und das wäre auf jeden Fall der erste Weg, der erste Punkt, wo ich sagen würde, jo, Dieselpunk. Das zweite, was für mich so Dieselpunk ist, das ist auch hier schon sehr gut verbaut. Viel Messing ist ja beim Steampunk auch. Oder wobei, eigentlich ist es nicht Messing. Eigentlich eher Chrom bei Dieselpunk. Bin gerade nicht so ganz sicher, warum ich das jetzt nicht mehr hier ordentlich starten kann. Beim Starten die Nase runterdrücken. Ja, mache ich ja. Aber dann passiert das hier halt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Ich ziehe hart nach oben, aber es wird wieder nicht lang. Das muss ich woanders starten. Dann diskutieren wir weiter über Dieselpunk. USS Beast-Anflug. Machen wir mal den hier. Ich weiß nicht, ob ich hier hoch genug bin. Aber wir sind auf jeden Fall schnell genug. So, also Dieselpunk. Genau, diese Zielleisten. Normalerweise ist das eher in Chrom gehalten bei Dieselpunk. Das war halt die Chromzeit. Ihr kennt das ja auch irgendwie von einem alten, keine Ahnung, von alten Autos aus den 40ern und 50ern. Das, die sind ja alle voll mit Chrom gepackt. Das macht halt Dieselpunk auch so ein bisschen vom Design heraus. Und halt immer diese Zierleisten, 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 ohne Ende Zierleisten. Auch hier auf den Maschinen drauf. Zierleisten, Zierleisten, Zierleisten. Kleine Flügelchen. Damals in den 50ern, 40er, 50er Jahren, alles muss fliegend aussehen und bla bla bla. Deswegen wie halt auch die Flügelchen, die Heckflossen an Autos. Dasselbe Prinzip. Alles einfach schön rund, fließende Form. Das macht Dieselpunk aus. Oder auch hier so typisch so ein großes Sichtfenster irgendwie. Wenn man Dieselpunk eingibt auf Google und sich dann irgendwelche Fahrzeuge oder große Fahrzeuge, Züge oder sowas anguckt, da sind auch immer so riesen Sichtfenster drin. Also, das passt. Aber jetzt müssen wir mal kurz was gucken. Ich bin gerade am gucken, ob der Zug bei Captain America, wo sie dann drauf springen, ob der auch dieselpunkig ist. Ah, eher weniger. Der ist, ne, der sieht so modern aus. Aber das ist schon ein schickes Ding, du. Hast gut gebaut. Aber was ist man von Devil's Fish anders gewohnt? Jetzt gehen wir mal kurz noch. Oh, das Ding ist mega laut. Gehen wir mal die Kameraperspektiven durch. Gut, das ist jetzt quasi die Brücke. Das sieht so ein bisschen wie bei so einem Rennflugzeug aus, so einem schnittigen. Aber hier auf Touren werden wir nicht kommen. Aber immerhin 360 Sachen. Das ist ordentlich, Alter. So, und jetzt gucken wir mal, ob die Kiste schwimmen kann. Das habe ich, glaube ich, noch nicht getestet.
ist ja ein Luftschiff. Also mal gucken, wie viel Geschwindigkeit aufbauen. Wir aufbauen können wir von knapp 6000 Fuß nach unten ballern. Aber ich will es auch nicht komplett ins Wasser direkt versenken, sondern eher quasi eine Wasserung durchführen. Tatsächlich, das Ding ist schwimmfähig. Aber taucht es auch ein wie ein Schiff? Oh, nicht so richtig. Ja doch, aber guck mal, doch. So, und jetzt sind wir ein normales Schiff. Ich bin gespannt, ob wir die Kiste wieder aus dem Wasser rauskriegen. Weil es hieß ja, man soll es aus der Luft starten. Aber vielleicht bekommen wir es auch aus dem Wasser raus. Aber so wie es aktuell aussieht, eher nicht. Na gut, aber so funktioniert es auch. Wassergleiter, weißt du? Nee, das kriegen wir hier nicht mehr raus. Aber das ist dann wohl ein ganz guter Punkt, um für heute Schluss zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und mit diesem wunderschönen Werk verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!